Ich bin Jessica Reisner von Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir unterstützen die Beschäftigten von Toys R Us, seit sie 2015 für einen Tarifvertrag gestreikt haben. Am kommenden Samstag ist der umsatzstärkste Tag im deutschen Einzelhandel. Die Leute kaufen ein wie verrückt, auch Kinderspielzeug, auch bei Toys R Us. Wir finden, das sollte man mal überdenken, so wie die Sache da gerade liegt. Aber was ist eigentlich los bei Toys R Us? Warum ist das so ein Scheiß-Arbeitgeber? Die Löhne sind zu niedrig, die Beschäftigten hätten gerne eine Bezahlung nach Tarifvertrag, bekommen die aber nicht. Es gibt ständig Reibereien mit dem Management, das könnte auch ganz anders laufen. Mein Name ist Mona, ich bin Betriebsratsvorsitzende beim Toys R Us in Aachen. In Aachen herrscht ein aktiver Betriebsrat und wir haben momentan ein großes Problem, dass der Betriebsrat angegriffen wird, weil er sich so viel für die Belegschaft einsetzt, sei es für die Arbeitszeiten oder für die Gehälter und Einstellungen der Belegschaft. Ich bin Kerstin Hoffmann, Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Toys R Us. Ich unterstütze Mona, weil sehr schwierige Bedingungen in diesem Markt herrschen und weil sie sich einsetzt für bessere Bedingungen. Es werden viele Gerichtsverfahren geführt, die unnötig sind. Ich möchte von euch Folgendes. Geht auf unsere Seite www.arbeitsunrecht.de, druckt euch diesen Flyer aus und geht am Samstag, 15.12. zu Toys R Us Filialen. Sprecht die Beschäftigten an, lasst Flyer in den Filialen, informiert die Kunden vor den Filialen. Wir sind in Berlin ab 15 Uhr an der Mall of Berlin und wir sind in Aachen ab 14 Uhr am Elisenbrunnen. Seid dabei!